Da sind sie gestartet, die Läuferin für sie natürlich auch in diesem Jahr. Die Europameisterschaft und die Olympischen Spiele. Die Norm für die Europameisterschaft 9,45, für die Olympischen Spiele 9,39 und für die U20 WM 10,35. Ja, einige leider heute nicht am Start. Jana Sussmann, die zweitbeste Deutsche. Ein paar Eisenprobleme. Antje Möldner leider erkrankt. Und Gesa Felicitas Krause mit einem anderen Aufbau, die beste Deutsche im letzten Jahr mit 9,32. Und so ist es eine Chance natürlich auch für die zweite Reihe heute hier sich zu präsentieren und heute hier so ein erstes Statement zu setzen in Richtung der Höhepunkte in diesem Jahr. Deutsche Meisterschaften am 16. und 17. Juni in Bochum-Wattenscheid. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass die ein oder andere, die heute hier läuft, in die Richtung 9,45 EM-Norm läuft. Aber wie gesagt, da gibt es die großen drei, da vorne Antje Möldner, Jana Sussmann und Gesa Felicitas Krause, die hier nicht am Start sind und die das natürlich auch auf der Liste haben. So etwa 72 Sekunden die Angangszeit über die 2000 Meter Hindernis bei den Damen. Und war noch der Dreier an der Spitze des Feldes. Und wir feuern die Damen an, die jetzt hier vorbeikommen. Eine schwierige Strecke beim Hindernislauf natürlich, gerade wenn der Wind so hineinfährt, wie er das hier macht. Mit der 132, das ist Sana Kuba, LG Stadtwerke Hilden, die dritte der besten Liste im letzten Jahr. 10.01 ist sie da gelaufen, also knapp an der 10-Minuten-Marke vorbeigeschrammt. Und alle anderen reihen sich jetzt dahinter auf. Hier am Schluss des Feldes mit der 299, Larissa Sung, SV Schattenbach. Und das sind ja auch irgendwie die baden-württembergischen Meisterschaften der U20. Und da ist sie als Teilnehmerin mit dabei. Jetzt schauen wir auf die Gegenseite, so nach etwa 800 Metern. Sana Kuba. Ali geht schon ordentlich Speed an. Verena Dreier dahinter, jetzt nur 2,28 etwa die Zeit. Da noch drei Runden, die absolvieren sind. Tempo ist gut, auf Balge mehr Abdrücke am Wasserglas. Sana Kuba, sie führt hier vor Verena Dreier und dann auf Position 3 mit der 253. Fabian Schlumpf, die Siegerin vom letzten Jahr. Und das Verfolgerfeld wird erfolgreich über diese Distanz. Meeting-Rekord aus dem Jahre 2009, 6 Minuten 15,90 von Antje Möldner. Er ist hier sicherlich nicht drin, aber eine gute Zeit, das sollte es werden. Und es ist erfreulich und natürlich auch überraschend, wie Sana Kuba hier vor dem Feld daherläuft. Und der Ringer Dreier ist ja durchaus keine schlechte Läuferin. Also liegt das schon 15 Meter dahinter, da jetzt noch zwei Runden zu absolvieren. Vielleicht gelingt es ja der ersten in die Top 6 zu laufen. Sana Kuba selber liegt hier 2009, 6,32, 18 und ist auf Top 4 in die Pause. So, jetzt die Unterstützung wieder. Jetzt kommt die vierte Runde, bis sie was zeigen. Die junge Frau von der Eggestadt. Komm, sag auf, geht's! Souverän vorne vor Verena Dreier und vor der Siegerin des letzten Jahres, Fabian Schlumpf von der Titi Hütten. Sie liegt auf dem sechsten Platz der ewigen Bestenliste in Kriegshausen. Und ich glaube, dass das Sieg angeht, das Ganze und gleich in die letzte Runde hineingeht. Was haben wir jetzt an Zeit? 4,48. Also. Das kann eine gute Zeit werden. Jetzt kämpft sie natürlich gegen den Wind. Das ist natürlich eine schwierige Sache. Aber vielleicht hier drüben dann mit dem Rückenwind. Letzte Runde gleich. 5 Minuten sind jetzt um. Ja, letzte Runde, komm! Und ich denke, sie wird ihre Bestzeit von 3000 toppen. Von 6,32. Da hat sie jetzt noch 1,15 Zeit. Und sie sieht immer noch ganz dynamisch aus, Sana Kuba.
Wir klatschen hier für die wahrscheinliche Siegerin über 2000 Meter Hindernis. Und sie beschleunigt noch einmal. Jawohl, Ferner, auf geht es. Von der LG Stadtwerke Hilden. Dann Verena Dreier. Und dann Fabian Schlumpf. Die letzten 200 Meter. Sana Kuba, welche Zeit kann sie am Ende schaffen? Jetzt haben wir 6 Minuten. Die Top 2, da ist Julia Hiller zurzeit drauf mit 6,23,70. Das wird sie laufen. Und sie ist noch nicht mal so weit weg vom Meeting-Rekord. Es wird die zweitbeste Zeit, die hier gelaufen wurde in 3000. Sana Kuba, 6,20,78. Kompliment und Fabian Schlumpf. Die tankt sich noch an Verena Dreier vorbei und steigert ihre Zeit vom letzten Jahr mit einer 6,30, 6,31. Also, der zweitbeste Lauf, der hier überhaupt gelungen ist, für Sana Kuba AG Stadtwerke Hilden mit 6 Minuten 20, 58. Oh.